Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, und zwar geht es heute um GTA. Allerdings nicht um GTA 5, sondern es geht um die Klassiker wie GTA Vice City, San Andreas und GTA 3. Ja, wo finde ich sie? Im PlayStation Shop. Wenn das Ding ist, man findet sie jetzt nicht über die Suche, also es ist egal, ob ich jetzt GTA oder Grand Theft Auto eingebe, denn man findet sie, indem man natürlich erstmal den Shop betretet, dann navigiert man auf Spiele, dann auf Neuerscheinungen, dann geht man ein bisschen rüber. Und dann sieht man hier schon 9 Spiele ab 9,99 €. Wo jetzt hier irgendwie gar kein Spiel ab, ne? Ach doch. Verfügbar ist aber doch. Okay, die meisten kosten jetzt 15 € oder 14,99 €. Aber auf jeden Fall, hier seht ihr, dass hier einmal GTA 3 ist, GTA San Andreas und GTA Vice City. Und ja Leute, das war's im Prinzip schon. Jetzt hier in der Endcard seht ihr jetzt nochmal GTA San Andreas auf der PlayStation 2 und auf eurer linken Seite seht ihr GTA San Andreas auf der PS4. Ich hoffe, dieses kleine Video war hilfreich. Ich bin raus. Ciao, Leute.